Hallihallöchen, Leute, das schwarze Auge ruft. Wir fangen jetzt ein neues Spielchen an. Das sieht schon mega gut aus. Das ist auch von Dedelic, das hatte ich ja in den letzten gesagt. Und ich habe noch nicht angefangen. Wir fangen einfach mal zusammen an. Gucken mal, ob das alles funktioniert. Ein bequemes Abenteuer für frisch gebackene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung. Ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer. Alle. Wir können aber den Spielstimmen nicht wieder eingeschaltet werden. Komm, wir machen das leichter erstmal. Ich kenn's nicht, das ist. Müssen wir mal gucken. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Satinavs Ketten reißen nicht. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Aha. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Was machen die da? Lass ihn mal zu Wort kommen. Na. Aha. Mit dem Rechtsklick kann Geron seine Umgebung näher betrachten. Mit dem Linksklick kann er mit seiner Umgebung interagieren. Klicke mit der linken Maustaste auf Olgert. Heißt der Olgert? Olgert? Was ein Kackname. Und um ihn anzusprechen. Na gut. Hier. Olgert. Warum ist da ein Kussmund? Schwer. Oh. Hust. Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Na klar! Na klar! Hier, kann ich was machen? Darf ich? Juhu, ich darf! Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschalten und Linksklick, um ihn aufzuheben. Muss man den anschalten? Mein Hammer! Lass ihn doch! Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Nein! Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar. Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Versuche Ulfried mit dem Hammer zu schlagen. Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu greifen. Klicke dann die linke Maustaste, um Ulfried um nach ihm zu schlagen. Okay, also hier unten, dann klicke die Maustaste. Und so. Oder? Na. Oh. Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried.
Och. Gurgelt. Und wenn Geron uns verflucht, es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Geron ist ein Magiedilettant. Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krugsymbol neben der Inventarleiste, klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerbrechen soll. Geron kann anschließend Dinge zerdeppern, was ausschließlich Dinge zerdeppern, die leicht zerbrechlich sind. Okay. Du willst den Krug? Dieser Wein ist allein dem Sieger der Queste bestimmt. Also mir. Ah, okay. Dann kann ich das... Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Ah, cool. So, nach unten gehen, Hammer nehmen. So, draufklicken, Hammer nehmen und... Zerdeppern. Ich will dir ja deine Hoffnungen nicht nehmen, Geron. Aber mein Krug steht viel zu weit weg. Vielleicht gebe ich dir später einen Schluck ab. Als Trost für die Niederlage. Entschuldigung, das jetzt musste ich mal kurz gucken. Was? Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krugsymbol. Krugsymbol. Wo ist denn ein Krugsymbol? Das hier. Linken Maustaste, das Krugsymbol neben der Inventarleiste. Ach da! Ha! Cool! Was zum... Das hat er jetzt davon. Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, hau ab. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Wie geil. Alter, ich freue mich so, das zu spielen. Der gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Quinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Oh. Das waren Olgierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Ja. Was machst du da eigentlich? Na, was Geron, macht dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das. Aha. Das ist doch voll gemein, sowas. Hier, komm, Käfig reparieren. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Oh. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Die Krähen. Die Krähen. Krähen. Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Oh oh. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Das ist doch Sie Quatsch. Blicken dir in die Seele, Geron.
Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Ach, erstmal hier den Ritter, oder? Oder dunkle Ahnung, Ritter, dunkle Ahnung, dunkle Ahnung. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Eben. Seher? Ach, jetzt. Nein. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Cool, gute Frage. Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Olderich. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß. Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Ja, Schluss damit. Wettbewerb. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Ein Realist. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Lovus, helf mir. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe deine Krähen. Ja, okay. Also der sagt dasselbe. Also hören wir auf. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. So, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. Boah, der Zeiger ist ja viel zu lahm eingestellt. Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchführt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Zack, Gehstock eingesackt. Das ist doch cool. Komm, wir gucken hier mal so ein bisschen rum. Was ist hier so? Feder, Käfig kann man nicht reparieren. Glaskolben. Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Oh weia. Hat er wohl was kaputt gemacht irgendwo. Hier, der ist grimmig und bös. Was war hier? Nach unten. Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgier zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Okay. Da. Zwei Eichenblätter habe ich. Das dritte hat Olgier und das vierte ist noch versteckt. Dann los. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Ein paar kleine Blitze, kleine. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Aha. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Okay. Oder warte, was ist... Was ist hier noch? Ah. Eine Flöte. Was haben wir jetzt? Haben wir hier... Ach was. Jetzt haben wir ja schon ordentlich Sachen eingesammelt hier. Was hat er denn da? Eine Flöte, ein Gehstock. Dann hat er hier Münzen. Ein Wurfnetz. Ein Taubenei. Ach du. Das ist ja... Richtig viel Kram schon. So, wo geht's jetzt hin? Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht. Schon lange gemacht.
Schlange gemacht. Schweig. Ja. Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst. Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgierd? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Was? Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pakt wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria, das wäre so natürlich wie, wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgierd, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oh, das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Ja, hm. Ach, hau komm. Bloß ab. Ach, so ein Schwein. Da, der sollte mal hier sein. Und da geht's lang. Was ist hier mit den Schweinen? Ihr stinkt. Ihr stinkt. Cool. Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Okay, also geht's da nicht weiter. Hier bin ich da. Mal da reingehen. Passiert? Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgierd? Kannst du dir denn gar nichts merken? Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose. Und in einem von beiden, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Boah, ein Rätsel. Oh, man kann hier... Ich komme nicht ran. Mein Arm ist zu kurz. Ah, warte mal, guck mal hier, warte. Vielleicht können wir zum Beispiel hier mit daran. Das hilft auch nicht weiter. Oh. Okay, das geht nicht. Mal gucken, was können wir noch... Das führt zu nichts. Ach so, okay. Kann man denn irgendwie das Netz... Das bringt nichts, nö, Geld. Okay, dann muss ich erstmal wieder runter. Na gut, Leute. Mit dem ersten Anfang, das sieht sehr vielversprechend aus. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Was ich als nächstes mache. Aber jetzt beende ich erstmal die Folge. Und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir werden noch viel, viel Spaß dabei haben. Bis dann. Tschüss.